Also als wir heute Morgen hierher gefahren sind, sagte der Taxifahrer, die erlauben sich viel. Zu viel. Zu viel. Zu viel. Mit dieser ganzen Informatik. Nein, nein, die Informatiker mit ihrem Internet. Jetzt hast du, ich wollte jetzt. Habe ich dir jetzt den Joke kaputt gemacht? Ja, ja, gut. Viel Spaß bei den Security Nightmares. Hallo? Hallo? Seid ihr alle da? Wir haben noch 4 Minuten, bevor es losgeht. Oder wir fangen einfach früher an. Oder? Oder wir machen die ganze Zeit Android-Witze. Dies sind nicht die Updates, nach denen ihr sucht. Okay. Schön. Schaut euch noch mal um. Genau, genießt den Saal noch mal. Ihr dürft nichts mitnehmen. Ne? Das, also nicht. Wir sollen das hier besenrein übergehen. Und das heißt, so wie es jetzt ist, nicht als Parkplatz. Das machen die dann schon selber mit dem Parkplatz. Genau. Ja. 17. Veranstaltung. Wir haben das Zählverfahren geändert, sind jetzt beim Binären. Because why not? 51,5% Marktanteil, glaube ich. 51,5? Oder so. Was hatten wir? 33 Kongresse, 17 Veranstaltungen? Ja, 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 kommt gut hin. Ne? Ja. Der Fortschritt ist schmal. Ne? So wenig Fortschritt pro Veranstaltung ab jetzt. Konvergiert gegen Null. Das ist eigentlich wie in einem richtigen Leben. Ne? Der Fortschritt konvergiert auch langsam gegen Null. Genau. So schön, dass ihr es wieder alle geschafft habt. Und schön, dass ihr 4 Tage Kongress überlebt habt. Ich habe dieses Jahr nichts von einer grässlichen Seuche gehört. Ich klopfe auf Holz. Und offensichtlich seid ihr alle von zu Hause weggekommen und dem IT-Maintenance-Marathon zu Hause. Wer hat über die Feiertage noch ein Windows XP weggemacht? Ihr seid die Helden! Wer wurde daran gehindert, noch eins wegzumachen? Das sind zu viele. Ja, das sind zu viele. Wer hat seine Familie schon flashfrei bekommen? Ah ja. Oh. Ah ja. Den Rest erledigt dann Google Chrome nächstes Jahr, glaube ich. Ne? Und wer hat es zu Java freigeschafft? Ja. Schwieriger, ne? Ja, nicht so viele. Ja, okay. Aber ich glaube, Oracle tut da jetzt langsam was, ne? Wir haben doch jetzt angefangen mit dem Inkasso, ne? Ja, ja, richtig, genau. Genau. Ja, genau. Google tut was. Oracle tut auch was. Fein. Wir sagen gar nicht mehr an, dass wir nicht mehr alles ernst meinen, was wir hier sagen. Weil. Ihr kennt das. Alles löst sich alles in Realsatire auf da draußen. Wir sind auch mit, die Bildredaktion ist auch nicht hinterhergekommen, deswegen haben wir nur ein Bild mitgebracht, das für uns das Jahr 2016 symbolisiert. Ja, man beachte die Campingstühle im Vordergrund. Weil eigentlich sieht es ja auch so, also beim Brennen sieht die Welt ja doch ganz entertaining aus, ne? Ja, das ist so meditativ, in die Flammen zu schauen, nicht wahr? Also der Vorteil von das nur als Bild genießen ist, dass man den olfaktorischen Anteil nicht hat. Genau.
Ja. Genau. Android-Witze machen wir jetzt keine? Nee, nur die ganze Zeit. Okay. Das meinen wir ja gar nicht bösartig, das mit dem Android, sondern das ist halt die Plattform von Milliarden jetzt. Und damit ist sie halt relevant, hochgradig relevant. Und dann schlagen halt so Dinge wie diese Qualcomm-Chip-Bugs in den Androids, die auch LTE konnten, schon ganz schön rein. Das waren dann mal 900 Millionen Geräte, die betroffen waren und von denen nur ein Bruchteil tatsächlich Updates bekommen hat. Und dann gab es diesen Werbebanner-Klicker, das waren wie viele Millionen? 90 oder so, ne? Ja, 85, 90 Millionen, da sind wir immer gleich bei ordentlich Kleinkram. Aber ich meine, das ist ja auch, so funktioniert ja die Wirtschaft, ne? Irgendjemand muss diese Banner ja klicken und im Zuge der allgemeinen Automatisierung machen es dann halt die Trojaner. Ja. Ja. Ich wundere mich ja, dass die Server die Banner noch nicht selber klicken, dass man dafür immer noch Endgeräte braucht. Stimmt, eigentlich wäre es so eine Appliance, die man so bei so einem ISP hinstellt, ne? Die halt einfach nur klickt. Ja. Gerüchte meinst du eine Firewall? Gerüchte halber soll es sowas geben, eine klickende Firewall. Eine klickende Firewall. Ist da vielleicht noch Potenzial, nicht wahr? Genau, und das ist ja die Schwierigkeit der Elektronikauswahl, auch wenn man gefragt wird im Familie- und Bekanntenkreis, ist wahrscheinlich schwieriger geworden, oder? Wie seht ihr das? Wer findet, dass es leichter geworden ist, was zu empfehlen? Nokia 3310 geht immer, das sehe ich auch so. Obwohl es davon gibt es auch schon China-Fakes, ne? Genau, gar nichts kaufen geht auch. Damit macht man sich nur nicht so viele Freunde, erstaunlicherweise. Den kribbelt es immer allen so. Also eigentlich hätte ich da gerne so ein Vulnerability-Barometer für die 10 meistverkauften Smartphones pro Jahr oder so, wo man dann immer gucken kann, wie offen das ist. Und ja, aber es ist wahrscheinlich auch zu viel verlangt, ne? Du meinst so ein Risikolevel 5 Anzeige? Das ist jetzt ein Insider-Joke, oder? Wie ist denn das definiert, Risikolevel 5? Wie ist es denn definiert? Wir fragen das BSI wieder im Januar, habe ich mir sagen lassen. Also mir wurde versprochen auf dem Flur, dass von betroffenen Mitarbeitern, dass da noch eine Erklärung dazu kommt. Ja, es war ja eine bemerkenswerte Sache, eine Produktwarnung vom BSI dieses Jahr zu Routern, Netgear-Routern. Plasteroute-Apokalypse. Ja, Plasteroute-Apokalypse. Und das ist schon bemerkenswert. Gut, schauen wir mal. Wie sah es denn vor 10 Jahren aus? Ne? Genau. Wir machen das ja jetzt schon eine Weile, deswegen 10 Jahre zurückschauen. Die Archive sind auch noch da. Nichts depubliziert. Wir haben da mehr Transparenz in der Politik gefordert, weil das ja Problemgruppen sind. Kriminalitätsgeneigte Soziotope war, glaube ich, der Begriff. Genau. Und was wir vielleicht hätten dazu sagen sollen, ist, dass wir nicht Nacktbilder gemeint haben. Ja. Gut. Jedenfalls hat man dieses Jahr relativ viel Politiktransparenz. Ja. Insofern? Okay, der Bundestag war, glaube ich, sehr transparent letztes Jahr und dieses Jahr. Ja, und diverse. Die nächste Sache, die wir angesagt hatten, war die Self-Service-Hausdurchsuchung. Wir hatten damals gedacht so an so niedliche Hunderoboter, die von Bundestrojanern befallen sind und Kameras in den Augen haben und dann durch die Wohnung schleichen. Interessanterweise braucht es das ja gar nicht, weil sich offensichtlich alle jetzt so einen Hallo, digitalen Alexa. Assistant reinstellen. Wer hat denn sowas unter dem Weihnachtsbaum vorgefunden? So ein
Nein, du musst das anders fragen. Genau, wer kennt denn jemanden, der sein... Aha. Aha. Doch, ein paar. Aber echt wenig eigentlich. Warum denn? Wer hat denn zu Hause einen Fernseher vorgefunden, der zuhören kann? Ja, gibt's auch immer wieder. Der Kamera ist ja alt, ne? Mikrofon ist neu. Ja, Mikrofon ist neu, ja. 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 Und wer muss die immer mit der Bohrmaschine behandeln? Traut sich noch keiner. Das ist mittlerweile richtig aufwendig, weil da ist nicht nur ein Mikrofon drin. So Stereo und Quadro und so. Okay. Wer guckt denn, wenn er neue Hardware kauft, ob da ein Mikrofon drin ist? Sehr gut. Zu wenig, aber einige. Okay. Genau, die Self-Service-Hausdurchsuchung. Spannend war, dass in dem einen Fall, der gerade durch die Presse geht, ja gar nicht, also natürlich ist da Alexa ganz vorne in den Schlagzeilen, weil das kennt jemand, aber erhebliche Details beigesteuert haben soll schon der Wasserzähler. Der IoT-Wasserzähler, der genau gesehen hat, wann besonders viel Wasser verbraucht worden ist. Und das war wohl irgendwie zwischen nachts um eins und nachts um drei oder so. Und es ist deutlich ungewöhnlich, dass da sehr viele Wassermengen verbraucht werden und man dann Leichen in der Badewanne findet. Irgendwie so war das, glaube ich. Ja, es glaube ich ging um die Blutspuren, ne? Oder so. Ja. Also okay. Jedenfalls also. Sind wir jetzt bei Geräten, die uns verraten und zweifeln. Genau, so Verräter-Hardware mit IP-Adresse. Ich meine, in Deutschland hatten wir diese Aldi-IP-Cams, von denen wahrscheinlich auch keiner weiß, wie viele davon noch ungepatcht im Betrieb sind. Wer hat sowas neulich gesehen? So, diese. Ja. Wer von euch so. Kennt... Ja, okay, lassen wir das. Okay. Genau. Gut, das mit den Plasterroutern hat jeder mitbekommen. Das waren ja auch wie viele... 900.000. Genau. Genau, wie ist denn eure Mirai-Quote so zu Hause? Kann man doch mittlerweile eigentlich fragen. Ja, okay. Genau, vor 10 Jahren Gerätetreiber, Sicherheitsrelevanz, das poppt auch immer mal wieder hoch. Ich glaube, dieses Jahr gab es das Beispiel von einem signierten Gerätetreiber, in dem irgendwie ein Bug drin war, sodass man andere Gerätetreiber unsignierterweise nachladen konnte oder sowas. Das Thema ist also auch immer noch nicht tot, 10 Jahre später. Die gute Nachricht hier ist jetzt, glaube ich, dass Microsoft mit diesen Roll-Up-Patches loslegt. Und es nicht mehr freistellt, sich die Patches, die man noch installiert, sich selber auszusuchen. Ist dann nur doof, wenn hinterher das DHCP nicht mehr geht. Also, andersrum betrachtet, ist dieses Gerät dann halt wirklich sicher. Ja, die Plasterroute-Apokalypse, genau, das war's. Standardpasswörter. Wir vor 10 Jahren und auch dieses Jahr wieder hochgepoppt und teilweise macht es einen dann ja fertig, wie wirklich auch Sicherheitsinfrastruktur Hersteller damit umgehen. Die machen dann schnell ein Update, ja, das natürlich zu erwarten ist, und in dem Update ist dann ein besseres Standardpasswort. Ja. Mit mehr Sonderzeichen. Genau. Applaus, Applaus. Oh Mann. Ja, da hatten wir damals Computer-Aided Industriespionage genannt. Mittlerweile heißt es, glaube ich, wie heißt es? Industrie 4.0. Genau. Dankeschön. Ja, die Frage war vor 10 Jahren, ob man sich eigentlich schon vors Opel-Werk stellen kann und aus dem Parkplatz mit dem Wi-Fi dann irgendwie sich sein Traumauto zurecht konfigurieren kann. So, und die Antwort ist, geht noch nicht, aber die Industrie arbeitet hart daran. Kommen wir noch zu. Ja.
Ja, das war genau. Lahnwahn in der Fertigung, das nimmt einfach nur zu, nicht wahr? Mhm. Genau. Und wer kennt denn so auswendig die Affengriffe, die man so bei so displaylosen, internetenthaltenen Geräten machen muss? Ja, das, was das Standardpasswort ist von etwas, was mit Tastatureingaben oder Telnet oder sowas akzeptiert, ist ja der Affengriff, ne? Die Tastaturkombination, die man braucht, um ein Gerät in den Service-Mode zu setzen. Und da sind eben schon ein paar Hände hochgegangen. Und das ist ja einmal dieses Thema Service-Mode und auf der anderen Seite ist es dieses Thema Easter Eggs. Und bei vielen Technologien kann man ja Easter Eggs erst dann unterbringen, wenn sie eine gewisse Komplexität erreicht haben. Und da habe ich dann zwischendurch, eigentlich, als ich an so einer Ampel stand und gedacht habe, wie ist denn eigentlich diese Auflösung von diesen, also die Auflösung von diesen Buttons früher, ja, diese gelben, dicken Dinger, die waren sicherlich hoch, da konnte man schnell einen guten Rhythmus tippen. Aber auf der anderen Seite waren die sicherlich so simpel, dass man da keine lustigen Sachen verstecken konnte. Es sei denn, jemand möchte gerne zum Mikrofon greifen und das Gegenteil erklären. Und jetzt gibt es die so induktiv sind. Und da denke ich, da ist die Auflösung vielleicht nicht so gut. Da kann man vielleicht nur einmal die Sekunde oder alle zwei Sekunden irgendwas. Muss man halt schon echt gutes Rhythmusgefühl haben. Ist das genau bei Servicetechnikern schon Anforderung, gutes Rhythmusgefühl? Um den Service-Mode zu triggern? Ja. Nee, okay. Vielleicht geht es bei so einem Atomkraftwerk so mit rhythmischem Reinfahren der Kontrollstäbe. Aber die Komplexität von diesen Ampelanlagen ist doch inzwischen so, dass man da locker irgendwas unterbringen kann, oder? Also ich meine, die haben Lichter und die haben diese Klopfsignale. Aber die haben Internet. Da geht noch was. Ja, das Internet of Things. Ja. Also. Und die haben Funk, ne? Also in Berlin zum Beispiel können die Straßenbahnen sich die an den großen Trassen die Ampeln schalten über Funk. Sehr hübsches Protokoll, haben sie sehr, sehr gut ausgedacht. Wie viel Megahertz? Okay. Eines der üblichen. Alles das Übliche. Ja, genau. Wenn man nur günstig Software-Defined Radios bekommen könnte. Wenn die nur quasi irgendwo verschenkt würden. Quasi. Ja, ach. Das wird so schnell nicht passieren, nicht wahr? Das besteht kein Risiko. Kein. Jedenfalls nicht aus der Perspektive von vor 10 Jahren. Ja. Gut, machen wir mal weiter. Das Internet-Normalitäts-Update 2016. dazu zu sagen ist, dass ja im Jahr 2016 üblicherweise die Zahlen von 2015 dann publiziert werden. Das heißt, die Zahlen sind zum Teil von 2015. Genau, Flash-Exploits sind jetzt bei $100.000 das Stück. iOS-Exploits sind größer 1 Million. Das FBI hat 1,3 gezahlt, wobei keiner weiß, ob sie das gezahlt haben für den Exploit oder für die Bedienung des Exploits. Ja? Also OPEX versus CAPEX oder so. Wenn ihr darüber nicht lachen könnt, dann beglückwünsche ich euch. Das vereinzelte Klatschen der verzweifelten Seelen. Ja, okay. Ja, Bug Bounties. Da ist Google hat im letzten Jahr 2 Millionen ausgezahlt, so viel wie in den 2 bis 4 Jahren davor, irgendwas in der Richtung. Und Apple ist jetzt auch mit eingestiegen. Spät sind sie dran. Was, wobei man vielleicht noch sagen muss, so warum sind die Preise jetzt auf dem grauen Markt so hoch? Ne? Und ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass die durch die Ransomware-Trojaner ja diese Umstellung, die wir letztes Jahr schon erklärt hatten, von so Vermarktung von so Exploits von Business to Business jetzt auf Business to Consumer umgestiegen ist, weil mit den Ransomware-Trojanern ja jetzt das Geld von allen genommen werden kann. Und ich glaube, dass das damit zu tun hat, dass dadurch sind die Preise da gestiegen, weil die Monetarisierung von so einem
von so einer ordentlichen Exploit-Chain über so Trojaner mittlerweile doch recht gut funktioniert. Ja, das soll noch Thema sein. Ja, ne? Genau. Machen wir mit den Zahlen weiter. Bugs im Linux-Kernel haben wohl im Durchschnitt eine Lebenszeit von 5 Jahren. Für anderen Code haben wir die Zahlen nicht. Wow. Man sollte doch mehr ausschalten. Ja. Also wir sehen, Open Source ist eine tolle Sache. Nee, ich meine, das ist jetzt erstmal nur ein wertfreier Fakt oder so ähnlich. Die Frage ist halt, ne, der Code, der jetzt ausgerollt wird. Machen wir jetzt aus. Was? Netz aus. Ja, Netz aus. Ich mach das jetzt hier platt, weißt du? Ja. Zwei weiter, ne? Ja, Moment. Wisst ihr, wie man sowas nennt? Resilienz. Ihr könnt die Pausenmusik selber machen, ihr braucht gar keine Technik dafür. Die Cyberschadenssummen sind gestiegen, auch in Deutschland. Von 10.000 auf 18.000. Die Versicherungszahlen gehen nach oben. Die Betroffenen steigen. Spannend auch die Überweisungen, die durch Trojaner ausgeführt worden sind. Dridex soll wohl insgesamt einen Schaden erzeugt haben von $10 Millionen in USA. Und Einzelüberweisungen sollen bis zu $2.1 Millionen betragen haben. Oho. So. nur geschlagen durch so Phishing-Chefmaschen, wo Mattel, also die so Barbie machen und sowas, die haben einen neuen Chef gekriegt. Und dann hat sich jemand als dieser neue Chef ausgegeben und da sind wohl $3 Millionen überwiesen worden. Also man kann auch sagen, so Online-Kriminalität so ist auf jeden Fall ein Betätigungsfeld, wo ein weites Feld von Talenten anwendbar ist. Genau, geschlagen wurde das wieder nur durch die Zahlen, die im Rahmen von diesen Swift-Hacks in Anführungsstrichen gehandelt worden sind, wo wohl eine ganze Milliarde Dollar von der Zentralbank von Bangladesch irgendwie wegüberwiesen worden ist. Und dann haben sie aufgeräumt und das Geld zurückgeholt und da geht wohl erstaunlicherweise ziemlich viel und am Ende waren nur $81 Millionen weg. Super. Genau. Deutsche Zahlen, 4% sind Opfer von Identitätsdiebstahl, 8% Opfer von Phishing, 15% nutzen Adblocking. Das soll ein Drittel der 18- bis 24-Jährigen sein. Wie ist denn das hier so im Saal? Adblocker? Okay. Das scheinen mir 101% zu sein. Wer musste denn zu Weihnachten noch einen Adblocker zu Hause bei den Eltern installieren? Ja. Sehr gut. Wer musste einen abschalten, weil er sonst keinen Kuchen gekriegt hätte? Auch 3. Ja, gut. Okay. Da habe ich gerade noch eine kurze Frage. Wer von euch benutzt denn einen mehr als einstufigen Adblocker? 10%. 10%, ja. Ja. Ihr seid weit vorn, ihr seid die Zukunft. Genau, die Werbebanner-Klickzahlen sind fake, die Up-Download-Zahlen sind fake, die Bewertungen sind fake, News ist fake. Wenn euch einer von Microsoft anruft, ist das fake.
Von Dell auch. Der Typ von 1&1 ist auch gar nicht von 1&1. Wen hat es noch? Telekom, genau, wer ist von der Telekom angerufen? Guten Tag, Sie haben ein Virus. Entschuldigung, wer kennt jemand, der angerufen worden ist? Aha, ja. Also mittlerweile hat es so Ausmaß angenommen, dass ich tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal eine Mail von PayPal, also eine echte Mail von PayPal, ja, sowas soll es geben, bekommen habe. Und die nur durch Zufall nicht gelöscht habe. Ich dachte, ey, die ist aber echt wirklich gut gefaked, so. Und sie dann halt aufheben wollte, so als sozusagen so Beispiel, so wie gut das mittlerweile alles ist, und dann feststellte, die ist tatsächlich echt. Ja, aber neulich habe ich einen Screenshot gesehen von so einer UPS-Mail, die sie wohl in den USA verschicken. Und die echte UPS-Mails, die sind ja von Phishing-Mails nicht mehr zu unterscheiden. Ja, das ist ja, klicken Sie hier, um irgendwas downzuladen, was dann da links rum, rechts rum, erstaunlich. Die Frage, die ich mir stelle zwischendurch, ist, warum ist denn das eigentlich mit den Support-Anrufen nicht schlimmer in Deutschland, wo es doch wohl in den USA ziemlich schlimm ist? Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir halt hier Deutsch sprechen. Und wenn du diese Anrufe nicht auf Deutsch machen kannst, dann kriegst du nicht die Leute ans Telefon, die dir das glauben, was du da erzählst. So, und da haben wir dann ja große Hoffnungen für die Echtzeitübersetzungssoftwarebranche. Ja. Die Zero Days, die im Einsatz waren, also die eingesetzt worden sind. In der Wildnis beobachtet wurden. Genau, die waren wohl 2013, 2014 ungefähr gleich und haben sich dann von dort zu 2015 verdoppelt. Lohnt jetzt halt mehr. Ja, naja, ich meine, die Frage ist, was werden die nicht immer erst an Regierungen verkauft oder was? Naja, oder hatten die Regierungen das noch nicht, wussten die noch nicht richtig, wie man dafür bezahlt in 2015 oder? Ich glaube halt einfach, dass wenn du halt überlegst, wie viel du aus so einer Ransomware-Kampagne rauskriegst, so einer ordentlich gebauten, das lohnt mehr. Und ist moralisch wahrscheinlich weniger verwerflich oder so. Noch eine Theorie könnte sein, dass die allererste Welle keiner mitkriegt, weil die allererste Welle tatsächlich dann, ne, geht so gegen politische Gegner, Dissidenten und so weiter und so fort und kriegt keiner mit und dann wird es, wenn es dort weg ist, verheizt, oder? Ist möglich, ja. Also Zweitverwertungen sind immer schwer zu tracken. Ja. Also wissen wir auch nicht, wenn ihr mehr wisst. E-Government. Genau, E-Government. Wählerregister. Viele Wählerregister hat es erwischt dieses Jahr. 93 Millionen mexikanische, 55 Millionen philippinische, 49 Millionen türkische Wähler. Und das war dann wohl immer so einmal komplett. Ja? Mal war das eine Dingens-Datenbank hier, wie hieß die? Ich hatte mir eine Notiz gemacht. Einwohnermeldedatenbank? Nee, Mongo-Datenbank. Ach so. Eine von den 35.000 offenen Datenbanken da draußen im Internet, die nicht ordentlich abgesichert waren, war wohl sowas. Und kommen da ganz schön viel Daten mit. Das ist echt erstaunlich. Also ihr seht schon so, unsere Regierung hat ja immer gesagt, so die Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Und wir sehen jetzt also dieses Zusammenfließen von E-Government und Datenreichtum. Ist also nicht zu vermeiden. Dementsprechend ist also je mehr Daten so eine Regierung anhäuft, desto mehr Datenreichtum kann es da natürlich auch geben. Genau. Es sei denn, Sie haben Ihre Backup-Strategie nicht im Griff. Dann
Ich glaube, es gab so auch so eine Umfrage, so irgendwie, wie haben Sie einen Computervorfall gehabt? Ja, irgendwie so und so viele. Und dann wurde auch noch gefragt, ob die Daten irgendwie, ob die Unternehmen ihre Daten klassifiziert haben. Und die 64% der Unternehmen haben ihre Daten nicht klassifiziert. Und nur 52% der Unternehmen haben keine Probleme mit Backups. Das sind die, die noch nicht probiert haben, ob sie den Backup wieder restoren können. Genau. Das war ja, als ich vor einem, zwei Jahren irgendwie den Telefonanbieter wechseln wollte und die dann meinten, sie müssen erstmal belegen, dass sie es sind. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin das und so ist mein Geburtsdatum. Und die dann, das können wir nicht verifizieren. Wieso können Sie nicht verifizieren, was mein Geburtsdatum ist? Ne, das ist uns leider verloren gegangen. Okay, nicht schlecht. Wahrscheinlich hattest du dann einen Nachbarkunden namens Johnny Droptable. Ja, das Wahlcomputer-Massaker. Wahlcomputer sind immer noch nicht weg. Und man hat auch den Eindruck, dass so ein bisschen, das ist jetzt das Asbest der Demokratie oder so an einigen Stellen. Ja? Das ist jetzt da, es dachten ein paar Leute, das wäre eine gute Idee, die das nicht gleich rausgerissen haben, also nicht gleich sofort rausgerissen haben, die werden es jetzt nicht mehr los. Und da ist dann so eine gewisse Trägheit oder so. Mir ist da die Dynamik nicht klar. Die einzige Hoffnung, die ich habe, ist, dass das mit Asbest auf Baustellen war auch mal ein großes Problem und inzwischen ist das Routine. Ja? Also vielleicht wird das auch irgendwie Wahlcomputer abbauen und durch Papierwahlen ersetzen, auch irgendwann mal Routine da draußen. Ja, das ist auch noch E-Government im Sinne von genau, die FBIs dieser Welt, die ja immer so gerne auf die Telefone gucken wollen. Das ist ja auf dem Kongress eigentlich in vielen Vorträgen breitgetreten worden, analysiert worden, müssen wir gar nicht weiter ausführen vielleicht. War hysterisch genug, oder? Ja, war. Und auch das, was da überhaupt bei den Demokraten passiert ist oder in der Wahl. Da sollte man vielleicht nochmal ein Wort zu sagen, genau was bei diesen Demokraten passiert ist. Was es ja quasi bedeutet, was da passiert ist dieses Jahr, ist, dass die Funktion von IT-Security in einer Organisation, einer politischen Organisation, die Geheimnisse hat, darüber bestimmt, wie viele Geheimnisse diese Organisation eigentlich tatsächlich haben kann. Und ob das nun halt das Risotto-Rezept ist oder tatsächlich irgendwelche richtigen Geheimnisse, ist dann eigentlich auch egal. Und wenn man sich so die anguckt, wie dieser Hack passiert ist da, so mit irgendwie Phishing-Mails, dann war das jetzt also keine Rocket Surgery, ne? Das war halt so eher so die untere Klasse von so Banking-Trojanern, würde ich mal so sagen. Ja. Ich denke, interessant wird zu sehen, wie die darauf reagieren. Ja? Also auf diese Gefahr, auf dieses Risiko, dass alles, was in der E-Mail steht, irgendwann geleakt werden kann, geleakt werden wirkt oder sonst wie wegkommen wird. Macht man das dann alles per SMS? Bitte? Codebücher. Codebücher. Oh, mit Codebüchern, ja. Das, okay. Ja, die sind im Alltag relativ hinderlich, glaube ich. Ja. Außerdem verliert man die, glaube ich. Ja, wahrscheinlich werden sie es nicht hinkriegen, wie ohne Geheimnisse klarzukommen. Ja? Ist aber der einzige Weg nach vorne vielleicht. Wir werden das sehen. Was auffällt, wenn Daten ständig wegkommen und man das so betrachtet und denkt, wow, da sind irgendwie die Fehlerregister weggekommen und in den Wählerregistern war nicht nur drin der Vorname und Nachname und Wohnort und Personalausweisnummer und Sozialnummer und Geburtsdatum, sondern auch noch die Namen der Eltern. Also war jetzt nicht Deutschland, aber so. Und dann fragt man sich irgendwie, wie viel Daten haben die denn da eigentlich? Und wie viel Daten haben andere? Und sind die vielleicht schon weggekommen oder noch nicht?
Und dann fällt einem auf, dass dieser Datenreichtum da sehr asymmetrisch ist. Ja? Also viele da draußen haben Daten über uns und wir wissen es nicht. Und wenn wir es wissen, so grob eine Idee haben, dann ist es aber trotzdem kein Stück anschaulich. Ja? Also für den Einzelnen kein Stück anschaulich. Und man braucht so Beispiele, wie wenn da mal einer losgeht und mit einem Journalisten was aufarbeitet, zum Beispiel. Was Malte Spitz gemacht hat. Ja. Genau, seine Handydaten aufarbeitet, um tatsächlich zu sehen, was das bedeutet. Und da fehlt mir schon diese Feedback-Funktion. Da sind wir auch wieder bei der Forderung Datenbrief. Genau, die alte Forderung des Datenbriefs, die müssen wir, glaube ich, mal wieder auflegen, nämlich zu sagen, wenn Unternehmen oder Behörden Daten über einen Bürger haben, müssen sie ihn einmal im Jahr davon in Kenntnis setzen, dass dem so ist. In dem Kontext auch sehr erbaulich der Vortrag über die Abfrage oder das Einfordern von Daten vom Staat, der hier auf dem Kongress gelaufen ist. Ich glaube, am 1. oder am 2. Du meinst den Polizeiregister? Ja, den Polizeiregister. Genau. iPhone Fehler 53, Thema. Wer hat das mitgekriegt? Das war dieses Ding, das, ach ja, wer war denn betroffen oder kennt jemand, der betroffen war? Ah ja, ach, doch. So ein paar, ja. Gut. Das war das Thema, dass es bei den neueren iPhones dieses Touch-ID gibt, diesen Fingerabdrucksensor. Und wenn man den austauschen lassen will, dann muss der wieder gekoppelt werden mit der restlichen Krypto-Hardware, weil der zu, also mit dieser Secure Enclave, weil der mit zu diesem Trusted Chain gehört, der da etabliert wird. Und das können die Nicht-Apple-Stores können das nicht. Und das ist von daher bemerkenswert, dass hier Kryptographie und Gerätesicherheit den Teiletausch verhindert oder behindert, weil das sicherlich mehr werden wird. Ja? Also immer mehr Geräte bestehen ja aus vielen Komponenten. Und wenn diese Komponenten sicherheitsrelevant sind, was ja bei Mobilgeräten dann schon langsam fast alles ist, weil auch der Touchscreen gehört ja mittlerweile dazu, wo man sein Passwort eingibt oder so, dann wird diese Verkopplung von Komponenten innerhalb der Geräte definitiv zunehmen. Also da sehen wir einen ganz klaren Trend, was halt da bedeutet, dass nur noch die Werkstätten, die halt entweder die Software haben vom Hersteller oder die entsprechende Reverse-Engineering-Box aus China haben, in der Lage sind, halt diese Verkopplung von diesen Komponenten, von diesen Reparaturaustauschkomponenten wieder vorzunehmen. Was Ähnliches sehen wir interessanterweise bei Autos. So Autos enthalten ja mittlerweile auch tonnenweise Sensoren. Und da gibt es so ein paar Sensoren, die sind so gut, dass sie unter Exportkontrolle fallen. Also zum Beispiel sowas wie schnelle Infrarotkameras mit hoher Framerate. Und die müssen dann mit diesem Auto verbunden sein, ne? Also auch elektronisch. Die dürfen dann halt nur mit einem bestimmten Bordcomputer funktionieren. Und da muss man dann schon ziemlich einen mittlerweile Kryptosignaturtanz aufführen, um so eine Komponente an so einem Auto tanzen zu können, tauschen zu können. Genau. Das wird dann richtig interessant bei Autotrojanern. Genau, wo wir dann wieder beim Thema Ransomware sind, weil man sich ja als Ransomware-Autor auch überlegen muss, wie man seine Prioritäten setzt, nicht wahr? Und wo es sich denn lohnt. Und es lohnt sich halt da, wo man viele Daten abgreifen kann oder Daten als Geisel nehmen kann. Ja? Und da, wo das Gerät, das man einnimmt, einfach zu teuer ist. Und wo die Leute nicht eben losgehen und sagen, ja Gott, dann parke ich mein Auto halt an der nächsten Ecke und gehe weg und kaufe mir ein neues. Und wenn man dann nicht einfach die Hauptplatine rausreißen kann und eine neue reinstecken kann, dann muss man halt zahlen. Ich glaube, wenn ich so einen Autotrojaner schreiben würde, dann würde ich einfach verhindern, dass die Leute ihr Auto abschließen können. Da kann man sich dann unterschiedliche Variationen von vorstellen. Also man könnte zum Beispiel auch noch eine App daran hängen, die sagt, wo diese Autos stehen, und schon hat man instant ein Carsharing-Unternehmen.
Genau, ihr Auto fährt jetzt Pizza aus, so lange, bis sie bezahlt haben. Ja. Ja, genau. Ja, bei autonomen Fahrzeugen, ist es dein autonomes Fahrzeug oder jemand anders autonomes Fahrzeug? Die Antwort ist natürlich, wenn es ein autonomes Fahrzeug ist, dann gehört sich das Fahrzeug hoffentlich selbst. Und die Frage ist, ob ein Lenkradschloss oder eine Reifenkralle Freiheitsberaubung ist. Genau. Also so bei diesen, ich glaube, bei dieser Ransomware, da gibt es noch echt Potenzial, ne? Also da kommen wir bestimmt noch mal drauf zurück. Also ich finde, Ransomware ist, hatten wir, glaube ich, schon letztes Jahr gesagt, aber das ist echt ein weites Feld. Es ist wirklich hochspannend, sich anzuschauen, wie die damit umgehen alle. Ja, so dieses Thema irgendwie Ransomware verschlüsselt den Rechner, okay. Aber dann ist ja noch gar nichts passiert. Also das Interessante ist ja noch nicht passiert, nämlich die Transaktion, das Geld zahlen. Ja, wie kommt denn der Durchschnittsbürger an Bitcoins? Ja, die haben dann da, haben die Bösen eine entsprechende Support-Hotline. Ich denke, das wird auch was. Ich glaube, was die einfach, also ich meine, was ich machen würde, ich weiß es nicht genau, was ich machen würde, ich würde ja einfach eine so die am besten bedienbare Bitcoin-Exchange ever bauen. Ja, das ist eine Bitcoin-Exchange, die so richtig durchdesignt ist, so super einfach ist, so ich schiebe hier deinen 10-Euro-Schein rein, da vorne kommt Bitcoin irgendwie raus und du kannst gleich die Adresse von deinem Trojaner reinpasten. So. Ja. Und der Vorteil davon wäre, wenn man die dann auch noch selber betreibt als Ransomware-Betreiber, dann hat man sozusagen Plausible Deniability und obendrein gleich das Bargeld in der Tasche. Genau, die eine neue Dimension dort war ja dieses Thema, du kannst nicht zahlen, kein Problem. Schicke diesen Trojaner einfach an zwei Freunde und wenn die dann zahlen, ja. Und ich meine, dass ihr lacht jetzt, aber das ist ja unglaublich perfide, weil die Leute sich dann wirklich große Gedanken darüber machen, wie sie diese Mail schreiben müssen, damit das Opfer auf der anderen Seite draufklickt. Ja, ich habe erst nur die Überschrift gelesen und gedacht, wie, ich muss zwei Leute infizieren, um selber meine Daten wiederzubekommen. Ey, habe ich eine eingetragene Domain, habe ich so viele Freunde, wie du willst. Ja, und dann habe ich zu Ende gelesen, dann steht da, nee, irgendwer muss dann zahlen am Ende. Und dann habe ich gedacht, okay. Also zum Glück haben ja so die Leute mit Facebook ganz viele Freunde. Ja, gut. Aber ja, auch positiv. Let's Encrypt, die schönen Zahlen. Applaus. Genau, bemerkenswert ist 2016. Da heizen wir jetzt durch, ne? Da müssen wir ein bisschen durchheizen. Genau, es gab diesen Mirai, der hinter sich den Port zugemacht hat. Ja? Verseuchen, Port hinter sich zumachen. Gut, bis zum nächsten Reboot. Das war auch eine schöne Aktion. Da hat sich einer, dem das Handy geklaut wurde, dann ein neues Handy gekauft, das mit einem Trojaner verseucht und sich das dann klauen lassen und dann alle Daten, die da abgefallen sind über den Trojaner / Überwachungssoftware abgegriffen und das dann daraus was gemacht. Und das hilft ja auch sehr bei der Verbildlichung dessen, was passiert, wenn das eigene Telefon Trojaner verseucht wird. Na, schön für die Anschaulichkeit. Makroviren sind immer noch nicht tot. Im Gegenteil, sie kommen wieder neu. Und wir haben eine Weile überlegt, woran es liegt, bis ich mich denn so daran erinnert habe, was ich denn dieses Jahr eigentlich so alles so an Makros in Word-Dokumenten so im ganz normalen Berufsalltag irgendwie hatte. Ich habe da so eine extra eigene VM für, so, wo man dann diese Makros ausführen kann. Und das ist erstaunlich, ja. Und also der Grund dafür ist einfach, da hängt das Herzblut von Leuten dran. Na, das sind halt so Leute, die Probleme in so Excel-Makros gelöst haben. So. Und die abzulösen, bräuchte man wieder so ein richtiges Softwareprojekt. Dafür hat niemand das Geld und die Zeit. Und dann müsste man Spezifikationen schreiben und so. Und deswegen werden Makros und damit Makroviren, glaube ich, auch nicht sterben.
geht nicht weg. Zigbee. Wer von euch hat denn Zigbee zu Hause? Also wirklich, also... Nein, nein, warte einen Moment. Wer von euch hat denn eine Philips Hue-Birne zu Hause? Ja. Auch keiner. Kennt jemand einen, der eine Philips Hue-Birne zu Hause hat? Ja. Genau. Die Leute haben Zigbee zu Hause. Genau, das schleicht sich jetzt von hinten ist in so eine, ist die so ein, Glühbirnenfassung. Ist so eine Zombie-Technologie irgendwie so, ne? Also die geht nie so, ist so eine untote Angelegenheit. Ja, aber dafür gab es dieses Jahr einen astralen Exploit, oder? Genau, der war sehr oder schön. Oder Vulnerability oder Exploit. Ja, beides. Ja, und was ich dann auch so vom einen zum anderen verbreiten kann. Und die hatten auch eine sehr schöne Idee für die Verbreitung. Nämlich einfach einen relativ kräftigen Zigbee-Transmitter nehmen und den an eine Drohne schnallen und die Straße runterfliegen. Und das Schöne daran ist, dann kann man halt nicht nur normales Blinkenlights machen, sondern RGB-Blinkenlights. Ja, bemerkenswert fanden wir das Malware-Museum auf archive.org, das es dort jetzt gibt. Das ist zwar groß, also viel entkernte Malware, aber dafür sind dann dort auch gleich die Emulatoren, also die DOS-Emulatoren, die man braucht, um dann dem Bootsektor-Virus beim Arbeiten zuschauen zu können. Sehr hübsch. Ja, diese Geschichte, die war sehr interessant, auch sehr inspirierend. Also Samsung hat ja da dieses kleine Problem mit diesen Telefonen, die plötzlich cyberphysikalische Systeme wurden. Also sprich, einen exotherme Einfluss auf ihre Umgebung nehmen konnten. Und dann mussten sie die ja zurückrufen. Und dann haben die halt zurückgerufen und die kamen nicht alle zurück, weil ein paar Leute mochten diese Telefone, meinen, ja, meins wird schon nicht explodieren. Und dann haben sie so angefangen, so die Daumenschrauben anzuziehen. Haben sie dann so erst gesagt, so, wir machen erstmal 80, also wir reduzieren die Möglichkeit der Akkuladung erstmal auf 80%, dass das Telefon nie ganz voll wird. Dann kommt da immer so eine Warnung und dann beim nächsten Mal war es 60% mit dem nächsten Software. Dann am Schluss haben sie das Laden komplett kaputt gemacht. Nach dem Motto, so jetzt, dein Telefon ist jetzt leider nur noch ein Türstopper. Bring's mal zurück in den Laden. Was wiederum dieses, gehört das Gerät dir oder irgendjemand anders, doch wieder arg reinreibt. Und da kam mir so die, eigentlich könnte man da auch einen schönen Ransomware-Trojaner draus machen. Ne? Also, so ein Trojaner, der einfach hingeht und, sagen wir mal, die Akkuladung auf 60% begrenzt und sonst nichts weiter tut. Ja? Ja, das meinte gerade jemand aus dem Publikum, das wäre doch die Apple-Strategie. Mhm. Ja. Ja. Und dann, Inkasso, haben wir ja gerade gehört, ist immer so ein Problem bei Ransomware. Alles, was man dann tun muss, ist eine App verkaufen im App Store, die den Ladecontroller wieder dazu bringt, 100% Ladung des Akkus zuzulassen. Und schon hat man sein Inkasso komplett legal, kann das prima versteuern, muss nicht mit Bitcoins rummachen, alles prima. Schauen wir. Letztendlich ist es bemerkenswert deswegen, weil das jetzt schlicht einfach öfter passieren wird. Ja, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass das die Sache ist, die man tun muss als Hersteller, um sich nicht irre rechtliche Risiken ins Haus zu holen. Weiß noch jemand, wann Konfigur war? Wann war Konfigur? Ne? Na? 2006, sagt er, ja, später, etwas später. Ja, 2008, 2009, sowas in der Richtung, genau. Und der ist noch nicht tot und er hat es bis ins Atomkraftwerk Grundremmingen geschafft dieses Jahr. Applaus. Natürlich bestand nie eine Gefahr für die Bevölkerung. Genau, es bestand nie eine Gefahr für die Bevölkerung. Ja, Paketdrohnen, so... Ihr habt bestimmt gesehen, so gab es so verschiedene, so diese Fliegedinger, die waren auch interessant, Quadcopter mit Paket drunter, hatten wir irgendwie alles schon vor Jahren. Neu waren diese, rollt auf dem Bürgersteig rum und liefert dein Paket zu dir nach Hause, Experimente. Genau, da gab es ja Pilotprojekte in Berlin und Hamburg
Und die Artikel, habt ihr die Artikel dazu gesehen? Die waren ja zum Schreien. Ja, dann steht da im Artikel drin, ja, wir haben herausgefunden, dass wenn die Drohne über den Bürgersteig kriecht, dann setzen sich da kleine Kinder drauf. Wow. Das. Und so, ich meine, so der erste Gedanke, als ich davon las, war irgendwie so, habe ich jetzt noch genug Kupfergase im Haus, um eine Kiste dafür zu bauen? Nein, Herr Wachtmeister, das ist kein Faradayscher Käfig für Drohnen, das ist mein Kaninchenstall. Warum ich auf dieser Klappe stehe? Nein, da geht es zum, das ist der Abwasserkanal, das ist keine Fallgrube für Drohnen. So irre, ja. Gut, Paketdrohnen. Ja. Das war noch beeindruckend. Ich weiß nicht, wie viele von euch das mitgekriegt haben. Das lief jetzt gerade durch die News, dass der Lastwagen vom Breitscheidplatz wohl früher gestoppt ist, als es ein herkömmlicher Lastwagen getan hätte, weil er ein Unfallwarnsystem hatte. Und von daher denke ich irgendwie, das ist so eine Notiz in den Geschichtsbüchern wert, weil das wahrscheinlich das erste Mal war, dass ein Roboter ein Attentat behindert hat. Mittlerweile sind solche Bremssysteme bei neu zugelassenen LKWs in der EU Vorschrift. Die Frage ist jetzt halt nur noch, wie schnell diese Flotten erneuert werden. Mal gucken. Ja. Gut, 2017. Schauen wir mal nach vorn. Hardware ist Software, wisst ihr eh. Wie wird sich denn das weiterentwickeln? Wer von euch weiß denn, wie viele Geräte er im Haus hat, die zumindest prinzipiell mal ein Firmware-Update brauchen könnten oder eins empfangen können? Okay, relativ Moment, viele. Das sind 20 ja? Leute, die von sich behaupten, sie wüssten, wie viel Hardware sie zu Hause haben mit einer IP-Adresse. Wir fragen mal ab. Wer von euch glaubt denn, es sei bei sich weniger als 10? Weniger als 20? Weniger als 30? Weniger als 40? Weniger als 50? Okay, weniger als 20 war die Mehrheit. Und wer hat da das letzte, wer hat dieses Jahr einen Zensus durchgeführt? Und eine Internet of Things Befragung im eigenen Netzwerk? Andere Leute nennen das Nmap-Scan, glaube ich. Wer musste dafür Gewalt anwenden? Okay. Ja, das häuft sich an, oder? Wer hat Dinge, von denen er weiß, dass sie eigentlich weg müssten? Oh, alle. Okay. Ja. Vorsätze fürs neue Jahr. Die technische Schulden, ne? Mhm. Die Tabletts eurer Kinder, oder? Wahlweise die Tabletts eurer Großeltern. Okay. Gut. Wie viele davon haben einen Akku? Achso, Entschuldigung. Wer hat welche, die auch einen Akku haben und eine IP-Adresse? Ja, okay. Alle anderen lügen. Weiß das eure Versicherung? Okay. Genau, das sind jetzt alles, das sind alles kinetische Aktoren jetzt, ne? Ja, ich meine. Oder dormant cyber pathogens. Wobei ich auf diesem Kongress was Interessantes gelernt habe. Ihr kennt ja alle diese komischen Hoverboards, mit denen hier auch viele Leute rumgefahren sind, die ja so einen interessanten Ruf haben, dass sie gelegentlich halt starke Exotherm die Füße wärmen. Und
Ich wurde belehrt, dass das irgendwie tatsächlich nur ein Problem der mechanischen Verarbeitung ist. Es ist ein Produkt, was beim Kunden reift. Man muss es vor erster Benutzung erstmal aufschrauben und dann mit einem Schleifgerät erstmal die ganzen Grate entfernen, die sich sonst so in Kabel und Akku bohren könnten. Und danach ist es wohl perfectly safe. So einfach alles. Ja, das ist ja was, wo wir überlegt haben, sind die eigentlich schon vorbei, die Auto-Update-Religionskriege? Kommen die erst noch? Haben die nur gefühlt stattgefunden? Also diese Fragestellung, ob etwas im Auslieferungszustand Auto-Updates eingeschaltet haben sollte, ja oder nein? Wer findet, dass Dinge, die verkauft werden in so Standard-Konsumerelektronik-Läden, per Default Auto-Updates eingeschaltet haben sollten? Das ist die Mehrheit. Es braucht immer alles einen Ausschalter. Ja, einverstanden. Also ich denke, wir können für 2017 können wir, glaube ich, annehmen, dass sich dieses, also Ende des Jahres 2017 soll sich dieser Religionskrieg um Auto-Update, glaube ich, erledigt haben. Genau. Das war dann, also manchmal geht es DHCP nicht, aber hey. Genau. Und jetzt ist eben die Frage, wie erkenne ich vorher, ob das geht oder nicht geht? Und also ich finde ja, dass man sagen sollte, Security-Updates sollten verpflichtend Auto-Update sein und sie müssen von Feature-Updates getrennt werden, sodass man sagen kann, dass so Dinge nachinstallieren, die dann dazu führen, dass es entweder Funktionseinschränkungen gibt oder neue Überwachungsmöglichkeiten, dass man die sich separat überlegen kann. Ja, eindeutig. Und das... Ja, natürlich ist das nicht immer einfach. Ich meine, ich habe auch auf meiner Fritzbox andere Sachen gemacht als nur Internetpakete routen und dann war plötzlich das Telnet weg mit so einem Security-Update. Natürlich ist das kein Spaß, aber hey. Der nächste Schritt ist dann natürlich, dass das auf die Packung muss. Ne? Das muss auf die Packung. Dieses Produkt hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum von und... Und das entspricht dann der Zeit, die man Security-Updates kriegt. Ja? Wobei das noch spannend wird dann in den Details. Ich hatte dieses Jahr mit einem großen Security-Software-Hersteller auch einen interessanten Dialog. Ja? So ein Motto, ihr habt doch da in dem Produkt was gepatcht. Warum gibt es denn dazu kein Security-Bulletin oder wie auch immer ihr das nennt? Ja, das war ja nicht ein Fehler in unserem Code. Nee, das war nur in dem Tomcat, das wir benutzt haben. Okay. Und das muss ich jetzt wissen, dass ihr da ein Tomcat drin versteckt habt, oder was? Und solche Sachen, also das wird dann noch lustig, ja. Das ist doch nicht mein Code, sondern nur die 23.000 Libraries, die ich linke. Ja, works for you, ja. Okay. Aber es wird ja noch schlimmer kommen. Genau, Dinge, die denken. Die Dinge, die denken. Die Dinge, die es für euch in Anspruch, also die für sich in Anspruch nehmen, für euch zu denken. Nee, wir reden von Dingen. Ist da irgendwo eine Analogie versteckt in Politikern, die für mich zu denken? Weiß ich, fällt mir gerade nichts ein. Dieses mit den neuronalen Netzen drin irgendwas vielleicht oder sonst wie. Und dann wird es, glaube ich, lustig, wenn man an denen nicht vorbeikommt, weil die irgendwo eingebaut sind und man sie nicht wegpatchen, ausschalten oder sonst wie neutralisieren kann. Vor ein paar Jahren hatten wir auf dem Kongress so eine Flut von so Aufklebern, so Warning Signs for the 21st Century.
Und da drinnen war Contains AI, war auch so ein schönes, also wir brauchen ja so Contains Internet, so Contains Cloud, ja. Contains AI, ja. Hört ihr zu? Genau. Contains Cyber. Okay. Ja, nur so als Ansage, ne? Also für Leute, die sich um Correlation-Attacken in Anonymisierungsnetzwerken Gedanken machen, der Stand der Technik ist mittlerweile 4 Nanosekunden genaues Timestamping auf 100 Gigabit Traffic im Durchfluss. Heißt so, alles was Low-Latency Anonymity-Sachen sind, wird langsam ein bisschen eng. Ist nicht lustig. Ja. Die, was uns dazu führt, dass also die Technik, die da ist und die Dinge untersuchen kann, wird immer besser. Das heißt, das, was da ist, wird immer billiger. Das, was so ein ISP inzwischen alles sich anschaut, nur um zu sehen, ob er und seine Kunden im grünen Bereich noch im grünen Bereich sind, wird auch immer mehr. Und da sind wir dann auch wieder bei dem Thema Asynchronität dieser Datensammlung. Und dass man so wenig weiß darüber, was die anderen eigentlich über einen wissen. Ja? Und die Diskussion, die wir zwischendurch hatten, war halt dieses, will ich nicht wissen, was mein ISP über mich weiß oder wissen kann? Ja, wäre es nicht vielleicht ganz praktisch, wenn das so ein Pop-up gibt, dass mir der ISP sagt, dass aus meinem Netz irgendwie sich Geräte anmelden wollen bei jemandem, der vor 4 Wochen pleite gegangen ist und da nichts mehr ist und die Cloud weg ist oder so. Und naja, auf der anderen Seite werden die Daten dann auch wieder angehäuft. Wenn es dem ISP dann schlecht geht, verkauft er die auch meist bietend oder so. Will man vielleicht auch alles nicht, ja. Was wir 2017 auch noch sehen werden, ist definitiv, dass Adblocker zu Realitätstunneln werden. Na, weil wir haben ja da sozusagen eine Content-Filtering-Engine in unserem Hauptdatenstrom. Und eigentlich können wir die auch verwenden, um andere Dinge zu tun, außer nur diese Werbung rauszumachen. Also zum Beispiel diese Kommentare will sowieso keiner lesen meistens. Das ist eh überflüssig. Und Sport-News braucht eigentlich auch niemand. Und so fängt es dann an, ne? Also man fängt dann an. Und ich glaube so, wenn man so ein bisschen vorausguckt, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber übernächstes Jahr, so langsam die Werbeblocker werden ja immer besser. Deswegen brauchen wir Werbeblocker. Und die müssen natürlich dann auch so langsam intelligent werden. Das heißt, wir werden so eine verteilte Maschinenintelligenz bauen, die uns die Werbeblocker blockt. Und dann wird auf der anderen Seite wahrscheinlich auch AI eingesetzt werden, die Blocker versucht zu umgehen, und dann haben wir sozusagen so zwei Lager von Maschinenintelligenzen, die um unsere Aufmerksamkeit kämpfen. Und das kumuliert dann in diesem, hey, hast du die lustige, was weiß ich, Coca-Cola-Werbung gesehen? Wie Coca-Cola-Werbung? Hey Siri, zeig mir mal die Coca-Cola-Werbung von gestern. I'm sorry Dave, I can't do that. Gut, letzte Seite. Ja. Vorletzte Seite. Letzte Seite. Geschäftsfelder, Krypto und Sport. Also, genau. Schattendatenbanken. Das eine Not ist ja des anderen Geschäftsidee oder so ähnlich. Wenn da so viele Datenbanken überall wegkommen. Datenreichtumsaggregationen. Genau. Dann gibt es bestimmt irgendjemanden, der auf die Idee kommt, dass das doch toll wäre, das alles einzusammeln. Es gibt da ein paar, die gehören zu den Guten, wie, was weiß ich, haveibeenpawned.com oder .org, wo man nachgucken kann, ob die eigene E-Mail-Adresse schon weggekommen ist, und die sich sehr viel Mühe geben, zu verifizieren, ob die Datendumps, die sie so im Internet finden, eigentlich echt sind oder nicht echt. Aber da findet ja noch mehr statt. Ja? Also ganz viele Sachen sind weggekommen. Die Preise für Krankenakten, für amerikanische Krankenakten sind dieses Jahr gecrashed
auf $10 das Stück, ja, ist alles nichts mehr wert. Und dann gibt es bestimmt jemand, der das aufkauft und sich dann überlegt, vielleicht kann man damit später was machen, ja. Und wenn es nur ist, bessere Phishing-Mails, ja. Also mit den LinkedIn-Daten ist das ja schon passiert. Die LinkedIn-Daten, die weggekommen sind, wann waren das? Letztes Jahr? Oder dieses Jahr im Mai oder so, die sind ja dann hinterher eingesetzt worden, um noch bessere Phishing-Mails verschicken zu können. Ja, neue Berufsfelder, eine IoT-Wünschelrutenläufer, wie wir festgestellt haben, weiß niemand so richtig mehr, was er alles so an Geräten im Hause hat. So. Und ihr könnt es ja vielleicht noch rauskriegen, so den Kabeln nachgehen oder mal gucken, ob es irgendwo rhythmisch blinkt oder so. Aber so Leute, die so keine Ahnung davon haben, ne, und da nichts wissen, so, dann könnte man so eine Wünschelroute bauen, mit der man dann halt so IoT-Geräte suchen geht. Ja. Genau, also die gibt es ja eigentlich schon, ne? Das sind die Wanzenjäger oder so. Also, und die haben jetzt einfach ein größeres Betätigungsfeld, ne? Die können da ausbranchen. Tja. Ja. Who you gonna call? Mhm. Ja, gut. Was wir auch sicherlich annehmen können, ist, dass Storage-Krypto ist nur taktisch, weil irgendwas geht halt immer kaputt. Ne? Also entweder war der Random-Generator kaputt oder das Passwort, mit dem das Backup des Telefons auf dem Notebook gesichert wurde, war leider nur so mittelgut. Oder jedenfalls irgendwas ist immer. Das heißt also, wir müssen wohl davon ausgehen, erstmal bis auf weiteres Storage-Krypto als nur taktische Sicherheit. Ja, ne, also dieses, hast du so eine Plattform wie iOS, dafür kosten dann die Exploits schon 1 Million. Und trotzdem ist es so, dass wenn du deine Passphrase vergisst oder was, dann musst du dir das Ding eigentlich nur ein halbes, dreiviertel Jahr hinlegen und dann kommst du an die Daten wieder ran. Ja. Und ja, das ist alles nur zwischenzeitlich. Gut. Wenn man dann sagt, wir haben hier extra hingeschrieben Storage-Krypto, aber für die an Perfect Forward Security glauben, was ja im Moment noch gut aussieht, für die dann nochmal der Hinweis, dass euer Firefox und so auch eine Funktion hat, um die SSL-Session-Keys lokal zu speichern. Guckt doch mal nach, ob das ein- oder ausgeschaltet ist. Gerade in Firmen sehr beliebt. Genau, neue Sportarten, Digital Prepping. Das überlassen wir euch mal, was ihr daraus macht. Ne? Denkt mal so nach, Prepper sind so die Leute, die bereiten sich auf die Zombie-Apokalypse vor, so mit irgendwie Trockenmahlzeiten in großen Mengen und Generator in der Garage und so. Und zum Digital Prepping gehört sicherlich das Thema Stromversorgung, nicht? Ist klar. Also Photovoltaik, die netzunabhängig funktioniert oder zumindest mal den USB Lader laden kann. Keine Frage. Wattfunk? Ja, Freifunk, ganz richtig. So Mesh-Netzwerke, mit denen man halt irgendwie auch nach der Zombie-Apokalypse noch Porn gucken kann. Genau, und dafür wird man... Und die notwendigen Verstärker dafür, ja? Genau. Also, wie gesagt, Digital Prepping, ich glaube, dazu gehört dummerweise mittlerweile auch ein YouTube-Archiv, weil gerade so dieses, wie häute ich denn so ein Tier oder so, was ich gerade in meinem Hinterhof erschlagen habe, steht halt nicht in der Wikipedia, ne? Gut. Ja, und der letzte Punkt ist, dass wir den Eindruck haben, dass es doch immer mehr Roboter gibt. Ja, also das fängt an mit Rasenmäherrobotern, die am Internet hängen. Also die Frage ist eigentlich nur, wann... Drohnen, die vielleicht Pakete ausliefern oder damit jonglieren. Genau, also da gibt es ein großes Betätigungsfeld für Kunst. Ne? Also zum Beispiel so, man stellt sich mal vor, was man für tolle Kornkreise machen kann mit so einem Mähdrescher, wenn man den umprogrammiert. Genau. Dann sind wir, glaube ich, am Ende. Ja, damit gehen wir los. Wir haben nur 5 Minuten überzogen. Und wünschen euch alle
einen schönen Abbautag. Wie gesagt, nehmt nichts mit, was zum Gebäude gehört. Und einen guten Rutsch ins Jahr 1984.